Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Coltrane im Train Simulator 2018 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir verlassen jetzt den Bahnhof von Hillsdale und fahren weiter in Richtung Sanhochsee mit unserem Coltrane Baby Bullet. Wir sind letztens in San Francisco gestartet. Ihr seht, was der Zug hier für... was der für Power braucht, um hier zu starten. 9 Meilen sind es. Jetzt kommt noch Palo Alto oder Palo Alto. Und dann kommt schon, da kommt noch ein Bahnhof, Mountain View. Und dann kommt dann schon Sanhochsee, unser Zielbahnhof. Seht, eine gute halbe Stunde ist es noch. Unser Zug davon. Ich finde die Strecke eigentlich an und für sich sehr schön, vor allem, dass sie so performancefreundlich ist. Das muss man jetzt mal wirklich sagen. Wenn ich das gelesen habe, hey, Performance geht im Keller gar nicht. Also in San Francisco war es einen kleinen Tick rucklig am Bahnhof von San Francisco, aber da standen auch sehr viele Züge in dem Bahnhof. Und dann ist natürlich klar, dass das dann ein bisschen an seine Grenzen kommt, das ganze System. So, 9 Meilen. Also in erster Linie lässt man im Raum San Francisco dann sehr viele Bahnhöfe aus mit diesen Baby-Bullet-Zügen, dass man so recht schnell aus der Stadt rauskommt. Und passend zur Jahreszeit natürlich ein Herbstszenario. Bei uns hat auch der Herbst Einzug gehalten. Heute am... welches heute? 20. November? Keine Ahnung. 21. Scheiße, ich weiß. Das ist schlimm, wenn man... Ne, 20. ist heute, genau. 20. Und ganze Nacht hat es geregnet. Nee, Quatsch. Ja, doch, zum Aufnahmezeitpunkt ist es der 20. Aber wenn ihr das seht, ist es dann schon der 21. So, jetzt sind wir schon bei 61. Ja, der Zug braucht halt ein bisschen, um zu beschleunigen. Ja, Einzelpreis für die Strecke, wenn sie nicht im Sale im Angebot ist, ist dann 29,99. Dafür gibt es halt 2 Züge. 3 fahrbare Loks, also einen Steuerwagen und 2 fahrbare Loks. Einmal hier die MP36, den Steuerwagen vom Doppelstockzug und die GP38. Zur GP38 gibt es noch einige Güterwagen dazu. 3 Güterzugszenarien sowie 4 Personenzugszenarien. Streckenlänge 75 Kilometer. Ja, Preis finde ich okay dafür. Aber muss man sich halt genau überlegen. Also ich kaufe ja selber fast sehr oft im Sale, gerade die amerikanischen und englischen Strecken. Die deutschen Strecken kaufe ich meistens außerhalb vom Sale. Meistens gerade, wenn sie erschienen sind. Warum, wieso? Na, ganz einfach, alle Strecken außerhalb des Sales kann ich mir nicht kaufen, das wäre mir dann auch zu teuer. Lass mal unseren Zug mal ein bisschen rollen. Sehr geile Performance hier, das muss ich mal wirklich sagen. Gut, in 6 Meilen müssen wir dann schon wieder anhalten. Wir haben ja letztens so ein bisschen über das Eisenbahnfahren in den USA gesprochen. Das ist ja, das hat ja jetzt nicht, abgesehen vom Pendlerverkehr, nicht so den Stellenwert wie in Deutschland, dass man Fernreisen mit der Bahn unternimmt. Die macht man dort halt eher mit dem Flugzeug oder mit dem Bus, wenn man es ganz billig haben möchte. Man muss aber dazu sagen, es ist ja auch ein deutlich größeres Land als Deutschland. Deutschland ist ja die längste Reise, die man, sag ich mal, machen kann. Von Kiel nach Mittenwald, also von der Nordsee an die Alpen, oder von Ostsee an die Alpen, besser gesagt. Nee, von Flensburg wäre, glaube ich, die längste Reise.
So, das sind in etwa knappe 1000 Kilometer und von Ost nach West, also von Görlitz nach Aachen, wäre die längste Ost-West-Reise, sind auch so etwa 800 bis 900 Kilometer. Also Reisen, die man halt mit der Bahn oder mit dem PKW ja durchaus an einem Tag unternehmen kann, wobei das mit dem PKW mit einem Fahrer schon sportlich ist, so eine weite Reise zu machen. Und da muss man sagen, in den USA ist eine Reise von Ost nach West so knappe 4000 Kilometer und von Nord nach Süd 2000 Kilometer. Also das sind dann schon etwas andere Entfernungen, die man dort zurücklegt. Ich fand es ja schön, ich habe ja mal erzählt, dass ich in Schweden im Urlaub war, 2017. Und selbst dort sind die Entfernungen schon etwas anders. Dann heißt es, wenn man dort um die Ecke fährt, das sind es mal eben 20 Kilometer. Bei uns heißt um die Ecke vielleicht mal 2 Kilometer oder weniger. Da hat man dort auch schon andere Entfernungen, die man da zurücklegt von einem Ort ins andere, auch wenn man Ausflüge macht. So, 3,9 Meilen noch hier bis nach Paula Alta oder Eta. Eito. Dann schon, ja, drei Halte haben wir noch. Einmal den wir jetzt anfahren und dann noch zwei bis zu unserem Zielbahnhof. Ja, ansonsten gibt es ja auch auf dem Transimulator sehr viele amerikanische Strecken. Es gibt halt so die klassischen Güterzugstrecken, was weiß ich, Sherman Hill zum Beispiel, um eine zu nennen. Bei Soliders Summit, das ist ja diese Utah-Strecke. Da wurde diese Tradition mit reinen Güterzugstrecken so ein bisschen gebrochen, denn da gibt es eben neben den reinen Güterzügen auch einen Amtrak dazu, so einen klassischen amerikanischen Intercity. Die Strecke werden wir uns auf jeden Fall auch noch angucken, die habe ich als DLC hier liegen. Dann gibt es noch so klassische Personenzugstrecken, zum Beispiel die... Wie heißt das Ding? New York-Philadelphia, die ist 150 Kilometer lang. Dann gibt es bei New York, wie hieß das denn? North Jersey Transit, genau. Genau, wo man beziehungsweise die Morristown Line. Das sind auch so eine schöne Strecken. So, und da nähern wir uns unseren Bahnhof, der hier schon in Sicht kommt. Zeitpunkt sieht es auch aus, als ob wir hier sehr pünktlich den Bahnhof erreichen werden. Schon am nächsten, wo wir durchfahren. Sehr, sehr viele Bahnhöfe, wo wir hier durchkommen. Gut. Okay, dann werden wir langsam hier unsere Geschwindigkeit wieder reduzieren. Oh, das könnte vielleicht auch schon zu spät sein, das werden wir sehen. So. Wir hatten ja letztens schon gesagt, hupen. Man hupt in den USA deutlich mehr mit dem Zug als zum Beispiel in Deutschland. Okay, hier haben wir anscheinend einen etwas deutlich längeren Bahnsteig. Da müssen wir nicht so punktgenau halten. So, und damit haben wir den Bahnhof Palo Alto erreicht. Lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen. Wir bereiten uns dann schon mal langsam für die Abfahrt vor. Wir sind natürlich pünktlich, sogar überpünktlich angekommen an diesem schönen Bahnhof. Klassisch, typischer amerikanischer Bahnhof eben.
So, dann lassen wir die Fahrgäste ein- und aussteigen. Und ja, in 20 Minuten sind wir schon am Ziel. In den nächsten 20 Minuten. Planmäßig in den nächsten 20 Minuten. Genau, Zugbegleiter weiter fort. Nächster Halt ist Hawk Mountain View. Na dann, setzen wir uns hier langsam wieder in Bewegung. Gut. Mountain View sind wir 51, 52 und 17.06 Uhr sollen wir dann schließlich in San Jose ankommen. Wird San Jose geschrieben, aber San Jose wohl ausgesprochen, so wie ich das recherchiert habe. In 5 Meilen, das ist ja jetzt nicht so weit. Können ja, glaube ich, weiß nicht, ob man jetzt den Führerstand hier während der Fahrt einfach so wechseln kann, den hinteren. Hier sehen wir auch mal den Doppelstockwagen, den Führerstand vom Doppelstockwagen. Schlicht und einfach gehalten, eine Fahrerkabine halt am Wagenende. Es gibt auch ein Doppelstockwagen-Szenario, ich weiß aber noch nicht, ob wir das fahren werden. Da bin ich mir noch nicht sicher. Wenn, dann werden wir es nur anfahren und nicht komplett fahren. Wir werden aber auf jeden Fall noch mit der GP38 eine Fahrt machen, das kann ich euch schon versprechen. Das wollte ich auch mal gesehen haben. Und dann natürlich zum Schluss noch die Mittenwaldbahn. Also wie gesagt, Train Simulator läuft diese Woche, wenn ich es schaffe, noch jeden Tag bis Sonntag. Und in der darauffolgenden Woche werden wir dann ganz normal mit dem DLCs weitermachen. Alle 2 bis 3 Tage ein Train Simulator Video. Ich gucke das Projekt ja sehr gerne, aber auf Dauer täglich ist dann doch ein bisschen stressig. Also weil der TS 2018 neu ist, wie gesagt, machen wir das bis zum kommenden Wochenende. Also was sind das, so 24. 25. November jeden Tag. Und ab dann wiederum alle 2 bis 3 Tage. Immer unter der Voraussetzung, falls ich das eben zeitlich auch hinkriege. Ich habe ja auch noch andere Projekte nebenbei, die noch produziert werden, überwiegend vorproduziert werden. Elex zum Beispiel, könnt ihr euch angucken, ein aktuelles Rollenspiel aus Deutschland von den Gothic-Machern. Ist sehr viel mittlerweile vorproduziert, habe jetzt aktuell die Parts bis Part 77 schon vorproduziert und ja, ich will das auch durchhaben. Das Spiel ist andererseits interessant, aber andererseits will ich es auch langsam fertig haben, um dann ein bisschen Platz für andere Projekte wiederum freizukriegen. Steht ja noch dieses Jahr einiges auf der Liste. Na, was heißt einiges? Es stehen dieses Jahr noch 2 bis 3 Spiele auf der Liste. Jetzt können wir schon auf 37 hier zurückgehen. Vom Fahrplan her sind wir absolut in der Zeit. Müssen wir eigentlich gar nicht so hetzen. Gut. 79,4 Meilen fahren wir jetzt konstant und ja, jetzt geht es langsam wieder runter mit der Geschwindigkeit. Wenn sich einmal so eingefahren hat mit dem Fahrzeug, ist das ja kein Problem. So. 2,2 Meilen noch, also können wir uns gedanklich auch schon wieder auf den Bremsvorgang vorbereiten. Das ist das Gute, man hat ja kaum Geschwindigkeitsbegrenzungen. Kommt schon der nächste Zug entgegen.
Und da sehen wir schon unsere Bahnsteigmarkierung Mountain View, Gleis 2. Da sollen wir anhalten. So, okay, dann bereiten wir uns vor, mit unserem Zug so langsam anzubremsen. Okay, jetzt müssen wir in die 30er gehen. Na, vielleicht war das schon ein bisschen zu schnell. Oder nee, es dürfte vielleicht genau richtig gewesen sein. Das scheint aber ein recht kleiner Bahnhof hier zu sein, oder? Wo ist denn hier der Bahnsteiger? Hier! Wo die Bäume stehen, oder wie? Nee. Hier vorne, wisst ihr, viel zu früh angebremst. Aber wir waren ja recht früh da, das heißt, wir können jetzt hier langsam einrollen. Da ist das jetzt also nicht so das große Problem. Und da kommen wir zum Stehen. Gut, Mountain View ist erreicht, der vorletzte Halt, und dann geht's nonstop bis nach San Jose. Sonnenuntergang in der Bucht von San Francisco. Wir sind ja direkt in der Bucht gestartet und es geht wie gesagt Richtung Süden, Südosten, auf das mehr oder weniger amerikanische Festland. Sollen wir dann weiterfahren? Vielleicht müssen wir ein bisschen nach außen umgucken. Ah, es wird schon immer ländlicher, wo wir jetzt hier sind. Okay, hier muss man über den Grünstreifen fahren, um auf die Hauptstraße zu kommen. Alles klar. Das ist typisch amerikanische Fahrzeuge halt hier. Jeep, Pickup. Und da geht's weiter. Zugbegleiter alle eingestiegen. Tun schließt nächster und der letzte Halt ist San Jose Durden. Oder Dyrton. Sagt er jetzt, wir würden 17.09 Uhr ankommen. Okay, das ist 10 Meilen, also einer für sich nicht so weit. Aber vielleicht kommt da doch die ein oder andere Zone, wo wir nicht so schnell fahren dürfen. Das kann auch sein. Wir sollen jetzt eine Viertelstunde dahin brauchen. Da, also da gehe ich davon aus, dass da hier noch eine, die ein oder andere Zone kommt, wo wir nicht so schnell fahren dürfen. Ich glaube doch, da war doch so eine Kurve, weil es da nicht so schnell geht. Da ist auch ein Betriebswerk von Coltrane in San Jose. Vor allem dort leer unser Zug. Ja, was gibt es denn noch zu erzählen? Weiterhin vielen Dank für das positive Feedback an euch, für das Zuschauen in den ganzen Train Simulator Videos. Das hat mich echt überrascht. Und ja, nach wie vor, ihr könnt gerne Vorschläge für DLCs machen, die ich euch vorstellen soll. Überhaupt kein Problem. Genießen wir diese Reise in die durch die Dämmerung
der Westküste der USA. Kannte sogar mal eine, die in San Francisco war, die so eine Reise an die Westküste unternommen hat. Da war sie, soweit ich mich erinnern kann, in San Francisco und in Los Angeles. Fand das da auch sehr schön. Was machst du denn da? Fährt bei geschlossener Schranke über die. Das ist ja richtig krank. Na dann, schauen wir mal. In 8 Meilen kommt da schon unser Ziel in Sicht. Ja, und wie gesagt, amerikanische Strecken, man merkt halt wirklich hier den Unterschied vom Bau her. Also gerade von der Landschaftsgestaltung finde ich, ist das DTG schon gelungen, dass man da einen gewissen Unterschied zwischen den europäischen Strecken und den amerikanischen sieht. Also das muss ja auch erstmal gemacht werden. Ansonsten sind das ja so die Länder, wo die meisten Paver-Strecken, oder wo von denen es halt die meisten Paver-Strecken gibt. Also Amerika, Großbritannien und Deutschland. Aber mittlerweile auch gibt es einige aus Österreich, dank RSSNO vor allem. Gibt es da viele österreichische Strecken mittlerweile. Ansonsten gibt es so vereinzelte aus China. Es gibt, glaube ich, eine japanische. Es gibt mittlerweile auch eine französische, mit dem, wo man mit dem TGV fahren kann. Also schon eine sehr große Vielfalt. Schweizer Strecken gibt es mittlerweile auch. Die Albula-Linie, die haben vielleicht einige schon in meinem Content gesehen. Bin ich nur noch nicht dazu gekommen, die euch vorzustellen. Wo man dann mit dem Klassier Express fahren kann. Das ist ein Bahnhof, der an Ausweichgleisen liegt. Ich kann mir nur vorstellen, dass hier noch irgendwo eine Langsamfahrzone kommt. Hier kommt uns ein Güterzug entgegen mit der GP38. Tja, was gibt's noch großartig zu erzählen? Das fällt mir gerade im Augenblick im Stegreif jetzt auch nicht mehr so viel ein. Ja, Zugsimulation, wie gesagt, das ist ja, spiele ich auch schon seit 15 Jahren, angefangen damals mit dem Microsoft Train Simulator und mittlerweile angekommen hier bei Train Simulator 2018. Ist aber nicht dasselbe Spiel, sondern Train Simulator. Die jetzige Edition basiert ja auf dieser Railworks Engine und Microsoft Train Simulator, die hatten ja ihre eigene, diese sogenannten Aces Studios, die ja leider 2008, 2009 im Zuge der Bankenkrise leider geschlossen wurden. Da war damals der Train Simulator X, also der sogenannte, also der Train Simulator X in der Entwicklung, der sollte damals auf der Basis von Flight Simulator X entwickelt werden, aber wurde auch angefangen, aber leider nie fertiggestellt. Da gab es, da kann ich mich da erinnern, da gab es, meine ich, 2008 oder 2009 diesen April-Scherz bei der damaligen Community. Ja, Programm wird eingestellt. Ja, und im Nachhinein, ein halbes Jahr später, wurde es ja wirklich eingestellt. So, hier geht es jetzt auf 35 Meilen. Hier sehen wir auch was hier, warum das jetzt ja so ist. So, jetzt müssen wir kurz vorher nochmal 35 Meilen reduzieren, alles klar. So, genau, nur deswegen, okay, und deswegen soll das wahrscheinlich auch so lang dauern. Oh, schaffen wir das noch rechtzeitig? Ich glaube fast, na doch. So, mein...
Okay, jetzt werden wir das mal hier wieder beschleunigen. Ist nur ein kurzes Stück, wahrscheinlich unter der Brücke hier oder wegen der Weiche. Werden wir jetzt auf ein anderes Gleis geleitet? Das kann da sein. Genau, jetzt werden wir nämlich auf dieses Gleis geleitet. Ach, genau, weil es hier, glaube ich, wieder viergleisig wird. Stimmt. Deswegen. Und die Weiche dürfen halt nur mit maximal 35 Meilen pro Stunde passieren. Es sind nur noch 2,9 Meilen bis zu unserem Zielort. So, und jetzt nochmal Vollgas durch den Bahnhof von Santa Clara. Hier gibt es auch kurz vor San Jose einen Bahnhof College Park. Der wird, glaube ich, nur zweimal am Tag bedient von den Zügen. Ist auch nur ein ganz kleiner Haltepunkt. So, und da kommt jetzt schon wieder 40 Meilen Zone, da glaube ich, wenn ich das hier richtig deute, sogar eine Zone, wo man nur 10 Meilen fahren darf. Dann ist ja kein Wunder, dass wir erst so recht spät da ankommen, in dem Bahnhof von... Dann ist es ja kein Wunder, wenn das dann die Fahrzeit dann doch etwas länger dauert, als ich es erst gedacht habe. Na dann, werden wir mal gucken, dass wir ein bisschen Zeit rausholen. Aber ich bin die Frage, da frage ich mich gerade bei 10 Meilen, das ist schwierig da. Da muss man ja eigentlich punktgenau bremsen, weil man dann sonst viel zu viel Zeit verliert. Und das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig anzupassen. So, das könnte jetzt hier... Na gut, okay, 47, das müssen wir eigentlich schon recht genau jetzt hier machen. So gut wie es halt möglich ist. So, jetzt sind wir schon bei den 40ern. Und gleich hinter den 40ern kommt die recht schnell diese 10-Meilen-Zone. Genau, und das hier ist nämlich der Bahnhof College Park. Ja, ein ganz, ganz kleiner Bahnhof, nur wahrscheinlich vorwiegend fürs College. Wieso ist jetzt hier 10? Meine Güte nochmal! Und da kann ich mich aufregen! Da kann ich mich wirklich aufregen über sowas! Das sagt 40! Echt! So, jetzt können wir die Medaillen nämlich auch ins... Keine Ahnung wohin... keine Ahnung, nee, ich wollte das... Selbst so ein Spiel kann mich dann zum Ausrasten bringen! Warum? Wenn hier sei, steht 40 Meilen, dann ist das für mich 40 Meilen und nicht 10! So, gespeichert habe ich nicht, super! Damit können wir bestenfalls nur noch die Bronzemedaille bekommen. Ist ja egal, aber es kann doch nicht sein. Und wegen so einem Schrott, da, ihr habt's ja gesehen, da ist das Spiel erbarmungslos. Da haut es dir bei so einer Geschwindigkeitsüberschreitung mal eben so 200 Minuspunkte rein. Es ist ja egal, ob du dann das, wie schnell du es schaffst, runter zu bremsen. Das ist wirklich, dann muss da 10 stehen und nicht 40. Echt. Böses Spiel. Und darauf habe ich jetzt meine Geschwindigkeit angepasst. Wirklich wahr. Das ist. Jetzt kommen wir 2 Meilen, sind wir gleich am Ziel. Also, schön, auf Deutsch gesagt, sehr schön verkackt, dank dieser, das ist dann immer, Leute, das ist ja dann doppelt so ärgerlich. Wisst ihr, wenn man kurz vor dem Ende ist, können vielleicht einige von euch nachvollziehen. Ich meine, die meisten nicht, weil viele halten von den Karriere-Szenarien da sowieso nicht so viel. Okay, und ich darf ja auch hier nicht auf 40 Meilen beschleunigen. Obwohl da auch Widerstand 40 freigegeben. Soll ich jetzt mit 10 Meilen in den Bahnhof einrollen oder wie stellen die Herrschaften sich das jetzt hier vor? Wir sind, ja, keine Ahnung. Das ist... Ah, das Geräusch ist furchtbar. Merkt, hört ihr das? Dieses Kurvengeräusch, furchtbar. In einem guten Bass klingt das sicherlich geil, aber... Das haben die... Na gut, die Lautsprecher haben das, glaube ich, nicht. So. Okay, jetzt schleichen wir also hier mit 10 Meilen am Betriebswerk vorbei von San Jose. Und damit
bisschen mehr Zimmer. Da haut das Ganze mit dem Fahrplan nicht hin. Und da frage ich mich wiederum, wie schon in Teilen von der North Wales Coastal, wer testet das? Wer testet das, wenn die Zeiten hier hinten und vorne dann nicht mehr stimmen? Obwohl, es könnte noch sein, aber warum steht zum Beispiel da 40 Meilen, wenn es dann im unteren Strich nur 10 Meilen pro Stunde sind? Warum? War ja schon etwas schneller, sofern das möglich ist. So, keine Chance, keine Chance. Wir sind noch, ich schleiche jetzt hier wahrscheinlich bis zu der 20. Und das ist, glaube ich, hier ein Fehler. An der Strecke. Super, das heißt, wir kommen so oder so zu spät an. Weil das ja so berechnet ist, dass ich eigentlich 40 fahren darf, warum auch immer nur hier auf 10 beschränkt ist. Keine Ahnung. Das hatte ich aber auch schon mal auf diesem Pennsylvania Corridor, oder wie hieß denn diese Strecke? North Jersey Coastline, genau. Da war ja auch so eine Zone, wo du dann, wenn du mit Sicherungssystem gefahren bist, nur 20 fahren durftest. Und eigentlich auf der Strecke 50 erlaubt war. Das ist klasse sowas, das ist klasse. Wir müssten jetzt, jetzt dürfen wir beschleunigen, super. Aber wir beschleunigen jetzt nur auf die 20, weil die jetzt gleich hier kommt. Dann halten wir dort am Gleis 8. Das ist auch San Jose ist auch ein sehr großer Bahnhof. Fast so groß wie der von San Francisco. Okay, das heißt, wir kommen jetzt auch hier noch zu spät an. Na gut, vielleicht schafft man das gerade so pünktlich, wenn man da nicht zum Stehen kommt, wenn man auf diese 10 Meilen bremsen muss. Da haben wir ja eine sehr kurze Zeit auch gestanden. Also an und für sich kommen wir hier pünktlich an in den Bahnhof. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber das mit den 40 Meilen, da stimmt leider nicht. Zumindest nicht auf dem Weg in diese Richtung. Vielleicht klappt das ja in die andere Richtung. Aber das hat mich jetzt so richtig, also ihr habt das auch gehört, das hat mich dolle geärgert da. Ja. Das ist halt der Nachteil deiner Karrieren-Szenario. Ein unbedachter Fehler und schon ist das ganze Szenario fürs Gesäß. Ich habe es in dem Fall auch nicht mal gespeichert unterwegs. Aber es ist ja egal. Das muss man sich sagen, es ist nur ein Spiel. Gibt es auch viele Leute, die das vergessen, dass es halt Train Simulator nur ein Spiel ist. Du schickst mich, okay, ich wollte gerade sagen, du schickst mich jetzt nicht auf das Gleis. Das haben wir nämlich auch mit der Allgäubahn gehabt, da wurde es auf ein Gleis geschickt, wo schon ein Zug stand. Ich dachte, das System halt, aber im Endeffekt war es ein Fehler im Szenario, die Züge sind dann zusammengestoßen. Ja, da kommen wir leider eine Minute zu spät an und auch da kennt das der Szenario-Dieter ja kein, oder das Spiel ja auch leider oft kein Erbarmen. Und da werden wir den Zug noch hier zum Stehen bringen. Bahnhof von San Jose. Das ist auch schon dunkler geworden. So, und lassen wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Pluspunkte. Wenn wir jetzt hier auch noch Minuspunkte kriegen, dann sag ich mal, hat sich's ja echt erledigt hier mit dem Szenario. Okay, so. Auch immer die Leute hergelaufen kommen. Das sind wahrscheinlich welche schon, die noch für die Rückfahrt. Ich fertig machen. So, hier sehen wir den Bahnhof so ein bisschen von San Jose. So, gut gemacht. Sie haben die Fahrt mit Zug 306 Express Fahrplan abgeschlossen. Gönnen Sie sich jetzt eine Pause. Szenario abgeschlossen. Na, dann schauen wir mal. Und es reicht natürlich leider wegen diesen massiven Minuspunkten nur für die Bronzemedaille. Aber immer besser als gar keine Medaille. Hätten wir jetzt gar keine gehabt, dann hätten wir den grünen Haken bekommen. Und wir haben dadurch viel zu lange aufgenommen. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und Entschuldigung für die Aufregung zum Schluss. Aber es musste halt mal sein. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Train Simulator Video. Euer Felix, der Weise.